Der ist aber gelenkig. Okay. Ich bin gelenkig. Was geht? So, ja, also jedenfalls, ich habe mich beschlossen, einfach mal einen anderen Weg zu nehmen. Und jetzt. Gott, ich bin gerade so okay. Ich könnte es so umbringen einfach mal. Nein, kann ich leider nicht, weil er nicht. Hä? Was ist das denn für ein Zeichen? Ah, Sterne. Nein, hab ich doch. Ihr habt eure Eier vergessen. Und da habe ich sie gefragt, willst du mit mir nach Hause? Und dann sagte sie nur, wer bist du? Ich kenne dich halt nicht. Wie geil. Aber ich lasse mich nicht länger rumschubsen. Dafür habe ich heute nachts. Und da habe ich sie gefragt, willst du mit mir nach Hause? Und dann sagte sie nur... Wollte es graben. Wann habt ihr die Fähigkeit, schon, dass der Assassine euch in der Zukunft ausweicht? Ihr wisst schon, dass der Assassine euch hören kann. So. So. Hallo. Ezio, wir haben diese dreckigen Feiglinge in die Flucht geschlagen. Ja, haben wir. Nun, ohne die Hunde des Papstes werde ich mehr Männer in den Kampf führen können. Doch zuerst möchte ich die Kaserne verstärken. Wer kümmert sich darum? Ich bin nicht gut in sowas. Ihr seid der Gebildete, ihr prüft die Pläne. Va bene. Aber dafür muss ich von jeder Bewegung Cesares und Rodrigos erfahren. Können eure Männer sie für mich verfolgen? Natürlich. Los, Arbeiter finden, die dieses Werk erschaffen können. Die Arbeiter heutzutage sind nicht mehr gut. Sie arbeiten nicht mehr mit dem Herzen. Okay, ausbauen. Wieder eine geile Animation. Wow, wie cool das aussieht. Saubere Arbeit. Vielen Dank. Ja, danke. Und, ist sie nicht wunderschön? Sehr eindrucksvoll. Täglich schließen sich mehr an. Es ist ein richtiger Wettlauf und genau so mag ich es. Wie ihr hier seht, zeigt die Tafel die Platzierungen der besten Krieger. Zeigt euer Können und erobert die Spitze. Sollte ich nicht schon ganz oben stehen? Komm, Jans Kampf fängt jetzt an. Wenn ihr euch beweisen wollt, solltet ihr kämpfen. Nun bitte entschuldigt mich. Ich habe auf den Kampf gewettet. Genau, ich hätte ganz oben stehen sollen. Wo ist Bartolomeo? Unten, bei dem Kampf. Für ihn ist die Welt ein ewiges Ringen. Aber Strategie ist ebenso wichtig. Nehmt diese Brieftauben als Beispiel. Jede Taube von Machiavelli bringt den Namen eines wichtigen Templers in Rom. Eliminiert diese und ihr erreicht mehr, als jede Schlacht es vermag. Hab Dank, Madonna. Könnt ihr Bartolomeo bitten, auf die Isola Tiberina zu kommen und mich über Cesare und Rodrigo zu unterrichten? Er wird kommen. Danke. Was ist das jetzt? Hier ist jetzt das Treffpunkt. So. Dann sage ich mal, dass wir eine Aufnahme. Also soll ich eine Aufnahmepause machen? Nee, ich glaube, ich renne jetzt nochmal nach dort hinten hin. Ruf mein Pferd, was da hinten ist. So. Gut aufgestiegen. Oh. Ruhig. Ich hoffe nicht, dass es der Turm ist. Wo ist denn der Quiz? Ich sehe es gerade gar nicht. Da. Am Arsch der Welt. Na,
Von aus. Da hinten irgendwo muss es sein. Ja. Ich bin schon besser geworden, das sieht man, oder? Hi, hi! Ich bin ein bisschen besser, vielleicht bin ich einfach noch. Ich bin noch Anfänger, aber ein bisschen besser bin ich geworden. Und ich renne immer alle um. Mit Reiten bin ich jetzt vielleicht nicht. Okay, da gehe ich mal aus dem Punkt. Andiamo! Kannst du doch mal richtig reiten? Das Pferd ist auf Drogen, glaube ich. Aber das Pferd so doof dafür ist, gehe ich noch mal jetzt runter. So. Ich soll gerade sterben. Oder? Natürlich, aber. Was ist denn hier? Okay. Ja, ich bin schon besser geworden und ich glaube, der Creepermann will jetzt nicht sehr auf die auftauchen wieder. Was ist das eigentlich? Was soll das bedeuten? Was ist das? Was soll das zeigen? Auf einer Trägheit, aber die Borgia müssen einen Schlag erfahren. Habt ihr die Klinge schon für etwas anderes als Holz und Stroh benutzt? Ihr mobbt, glaube ich. Mobbt ihr etwa? Oha, voll die. Da müsste irgendwo ein Bild von mir sein. Ein Playboy-Bild. Ah, das ist ja. Mio, ein Mörder. Ihr habt nichts gesehen. Denn ich bin wie der Schatten. Unsichtbar. Die Borgia schänden sie. Was können wir tun? Schänden sie. Wieso Schänder? Ich werde euch schänden. Odite, Odite. Odite, Odite. Romeo und Julia. Was? War das gerade eben? So. Ich kann euch ja mal sagen, was jetzt zurzeit laufen wird. Ich werde Assassin's Creed öfters jetzt aufnehmen, weil ich jetzt gerade richtig Bock wieder drauf habe. Marvel, Lego, weiß ich nicht. Hab irgendwie jetzt nicht so viel Lust jetzt dazu. Ja, muss ich immer an Harry Potter denken und dann denke ich, wie scheiße das war. Und ja, okay. Es war nicht scheiße, aber ich war einfach zu doof dafür. Also werdet ihr jetzt eine Zeit lang nur Assassin's Creed sehen. Affe, ihr habt dann viel Spaß dabei. Und ich glaube, ich mache jetzt hier einen Kritz einfach mal. Wir sehen uns das nächste Mal bei Assassin's Creed Brotherhood. Das ist auf jeden Fall eine Vergewaltigungsgasse. Das ist eine Vergewaltigungsgasse, auf jeden Fall. Warum ich das sage? Scheiß dunkel. Besoffene an jeder Ecke. Ja, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Was? Ich will doch nur die Karte sehen. Okay. Nach links, okay. Lass da mal kurz gucken, wo ich bin. Oh, ein Bild! Ist wunderschön! Yes! Da sua signoria, il Duca Valentino, die Menschen liebt, veranstaltet er zu seinem Jubiläum am Campo dei Fiori ein großes Fest. Zur Unterhaltung werden alle Diebe des Rione exekutiert. Wegen seiner großen Beliebtheit erwartet Il Duca eine rege Teilnahme. Alle Gewerbetreibende in den von der päpstlichen Garde kontrollierten Bezirken benötigen eine schriftliche Genehmigung. Bei Zuwiderhandlung droht die sofortige Konfiszierung. Okay, ich hab nur mal kurz zugehört. Redet wie immer nur Scheiße. Ja. Assassin's Creed Brotherhood. Oh, Mann, ist das Gebäude schön.
Ja, das muss auch gefuckt werden. Nein, eigentlich nicht. Keine Ahnung. Ich kann nicht reden, wie jedes Mal. Ich bin zu doof zum Reden, zum doof. Ist es unschicklich, eurem Gewerbe weiterhin nachzugehen? Erlaubt es hin oder her? Bitte meldet euch bei der nächsten Kaserne der päpstlichen Garde zur sofortigen Umschulung. Eine nackte Statue. Nein, das habe ich jetzt nicht am liebsten, aber. Anlass könnte genügen, um einen Aufstand auszulösen. Das war's. Ja, am liebsten mag ich es auf dich, auf die Dächer zu klettern. Aber ich glaube, ich habe das ein bisschen verlernt. So. Ich bin gleich da. Juhu! Kommt und seht, was meine Galerie zu bieten hat. Nein, danke. Wieder mal so eine gruselige Gasse. Dann. Wo geht's denn hier? Wo ist denn das? Hier, gell? Ja, hier muss das jetzt sein. Ah, das ist ja. Willkommen in der Rosa in Fiore, Fremder. Sal, wärt ihr so freundlich, die Dame des Hauses zu holen? Madonna Solare ist nicht da. Wisst ihr denn, wo sie ist? Ich... Aiuto, aiuto, Madonna Solare! Lucia, wir dachten, du hättest uns verlassen. Die Männer brachten uns auf ein Schiff. Mich ließen sie gehen, aber... Wer brachte euch auf ein Schiff? Sklavenhändler, Misere, bei der Isola Tiberina. Sie verlangen ein Lösegeld im Austausch. Ich hole sie zurück. Was sind das für Mädchen? Was sind das für Frauen? Ich weiß nicht, was ich von denen halten soll. Was ist ihre... Womit verdient sie ihre Brötchen? Würde ich jetzt mal gerne... nein. Egal. Jetzt retten ein paar Jungfrauen in Nöten. Ich glaube, ich halte mal lieber meine Klappe. Das ist für uns alle besser. Vor allem für mich, weil ich einfach nur Scheiße labe und immer gestresster werde und... Ah! Ich will die Klappe. Am Arsch der Welt, wie immer. Fahren oder reiten. Andiamo! Er kommt wenn da. Strike! Nee, es war gerade. Was? Ich denke gerade überhaupt nicht. Mein Gehirn ist gerade wirklich abgeschaltet. Warte mal. Hi, hi! So.
Wir haben es fast geschafft. Mach jetzt mal zu Fuß. Zeig ein bisschen Respekt. So, da ist es ja. Wir retten sie. Seid ihr wegen der Hure hier? Ayutatemi! Ich habe euer Geld. Lasst sie gehen! Nein! Wendet euch an Cesare! Stirbt ihr, Mann! Was für Arsch! Geil. Ja, genau, da kommt noch der! Scheiße. Bin tot. Scheiße. Scheiße, Mann. Was? Fickt euch. Sag doch gleich, dass der gar nicht weg. Alter! Hör auf dich! Töte sie! Oh, Leute, ich brauche eine Pause, glaube ich. Wir sehen uns gleich wieder. Ich brauche mal kurz eine Pause. Ich nehme gerade die ganze Zeit auf. Mein Gehirn wird immer weiter ausgeschaltet. Ich muss eine Pause machen. Wir sehen uns das nächste Mal oder gleich.